Amen. So, also wir sind heute bei dem Vortrag von Tess, Vortrag 13, die Wesensart ändern. Und bevor hier auf das Thema mit der Wesensart ändern eingegangen ist, ist sie nochmal rückwirkend auf den Umgang mit den Medien eingegangen. Denn bei dem Vortrag zuvor, also vor diesem hier, hat sie wohl viel Feedback gekriegt über bestimmtes Thema, auf das wir dann nachher gleich noch kommen. Und da hat sie einfach noch einmal wolle, dass sie auf dieses Thema eingeht und uns das mit uns teilt. Also es geht hier um den Umgang mit den Medien. Und wie unterscheiden wir gute Medienquellen von schlechten Medienquellen? Und unsere Mitternachtsbotschaft behandelt ja eine große Anzahl von externen Ereignissen, welche bezüglich ihrer Information, also wahr oder falsch, richtig eingeordnet werden müssen. Und dazu benötigen wir Hilfsmittel bzw. Werkzeuge, die uns im Umgang mit den Medien helfen. Und da wurde wohl in diesem vorletzten Vortrag oder letzten Vortrag eben, wurde dann von einer Schwester auf diesen Crash Course Navigation Digital Information hingewiesen. Und dann auch war noch diese Media Bias Chart, die war auch noch im Gespräch. Und darauf ist sie dann einfach in diesem Vortrag nochmal ausführlich eingegangen. Und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen lesen, um was es jetzt hier bei diesem Crashkurs geht. Also, wir alle verbringen viel Zeit im Internet. Leider gedeihen hier auch Fehlinformationen, Desinformationen und Propaganda. Ich meine, das, was ich jetzt hier vorlese, ist ja für uns alles klar. Das wissen wir ja alles. Aber es ist eben in diesem Vortrag so vorgetragen worden. Möchten Sie forschungsbasierte Strategien für die Navigation durch digitale Inhalte? Schauen Sie sich die Crashkurs-Serie an, die wir zusammen mit John Green entwickelt haben. Und John Green, das ist dann derjenige, der dann auch in diesen einzelnen Videos spricht. Die Reihe Navigating Digital Information bietet praktische Ratschläge, um Online-Informationen sinnvoll zu nutzen. Sie befasst sich mit wichtigen Fähigkeiten wie dem Querlesen, dem Verlassen einer unbekannten Seite, dem Öffnen neuer Tabs in Ihrem Browser und der Suche nach Informationen im gesamten Web. Eine Episode erklärt, wie man Wikipedia sinnvoll für die Online-Recherche nutzt. Eine andere bietet Strategien zur Bewertung von Fotos und Videos. Hier finden Sie Tipps, wie Sie sich nicht von irreführenden Daten und Infografiken täuschen lassen. Und dieses Video zeigt Strategien, um Informationen in sozialen Medien sinnvoll zu nutzen. Die in dieser YouTube-Serie besprochenen Recherchen, Fähigkeiten und Denkgewohnheiten sind die Grundlage unseres Lehrplans für Civic Online Reasoning. Und bevor wir jetzt diese näher nochmal die Media Bias Chart hier erklären, schauen wir uns mal hier den Crashkurs Navigation an. So, das ist unser John Green und der geht dann durch die ganzen Videos durch. Und hier habe ich mal zusammengestellt, das sind also insgesamt 10 Videos. Fängt dann hier an, Vorschau, Einführung zum Crashkurs. Das ist dann so eine allgemeine Vorschau. Und wir haben dann hier verschiedene Infovideos, die Fakten zur Faktenprüfung. Überprüfen Sie sich selbst im Querlesen. Wem können Sie vertrauen? Da schauen wir jetzt nachher mal ganz kurz mal in ein Video rein. Dann Wikipedia nutzen, Beweise auswerten, Fotos und Videos auswerten. Daten und Infografiken, Klickzwang, soziale Medien. Ich habe es mal zusammengestellt hier, dass wir einen kleinen Überblick haben. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie so ein Video denn ausschaut.
Jetzt habe ich nur einen kurzen Einblick gegeben. Ich denke, jeder kann mal da selber reinschauen. Ich finde, der schwätzt ein bisschen schnell. So, dann hat Tess, ging dann zur The Media Bias Chart. Und die Media Bias Chart, das ist eine Karte zur Voreingenommenheit der Medien. Und diese Karte, die will die politische Ausrichtung und Glaubwürdigkeit von Nachrichtenorganisationen zeigen. Ja, es ist eigentlich sehr wichtig für uns, damit wir das wissen, aber das ist eigentlich alles für uns ja schon, das wissen wir ja alles schon. Jetzt schauen wir uns mal die Media Bias Chart an. So, das ist sie hier. Und wie können wir den Medien vertrauen, ist hier jetzt eigentlich das Thema. Die Karte will uns die politische Ausrichtung und Glaubwürdigkeit von Nachrichtenorganisationen zeigen. So, wir kommen zum Aufbau der Karte. Wir haben hier die horizontale Achse, das ist das politische Spektrum, von extrem links über neutral nach extrem rechts. Dann haben wir die vertikale Achse, Zuverlässigkeit der Information nimmt von oben nach unten hin ab, und zwar immer mehr von oben nach unten über die originale Berichterstattung bis runter zu ungenauen oder zu erfundenen Informationen. So, dann gibt es noch diese ganzen farbigen Rahmen, die wir hier sehen. Wir haben zum Beispiel den grünen Rahmen. Alle Medien, die sich darin so befinden, sind am zuverlässigsten. Dann haben wir diesen gelben Rahmen. Innerhalb diesen gibt es so ein bisschen eine gemischte Zuverlässigkeit, sowohl hin wie her. Dann kommt diese beige Rahmen. Hier sind die Informationsquellen etwas unzuverlässig. Und der braune Rahmen beinhaltet dann die unzuverlässigen Informationsquellen. Und wenn wir uns hier unten, wo jetzt der rote Pfeil hingeht, dieses World Truth TV anschauen, dann ist es ja sehr interessant. Ja, genau, genau, mit den mobilen Daten. Ne? Dann ist es sehr interessant, weil eigentlich diese TV-Sender heißt Weltwahrheit und befindet sich in einer absoluten schlechten Position. So, dann machen wir weiter. So, die Position der Medien. Hier hat jetzt die Tess verschiedene Nachrichten bzw. Quellen herausgenommen und uns gegenübergestellt. Einmal CNN, CNN Web, dann haben wir CNN TV. Wir sehen, dass jetzt CNN, Web und TV schon mal in der Vertikale verlagert sind. Dann haben wir noch NBC und wir haben MSNBC TV. Hier ist noch extremer, sie liegen noch weiter auseinander. Warum haben jetzt diese Medien diese unterschiedlichen Positionen? Sie ging da relativ ausführlich drauf ein. Ich habe es jetzt ein bisschen gekürzt. Und zwar ist es so, dass der Grund dafür ist, dass eben hier diese beiden Medien hier unten liegen und nicht hier oben, obwohl sie ja eigentlich beide CNN oder NBC sind. Das hängt damit zusammen, dass sie, das sind ja 24 Stunden Nachrichtensender und die tun nicht nur 24 Stunden Nachrichten senden, sondern sie laden oft Experten ein oder irgendwelche Gäste. Und die bringen dann auch ihre Meinung. Und diese Meinung, die sie in diesem Sender oft wiedergeben, die ist nicht immer faktisch korrekt. Und deshalb sitzen sie auf dieser Position. Oder es werden Fehler in der Berichterstattung gemacht. Das heißt zum Beispiel falsche Zahlenwiedergabe, wenn sie irgendwas ausrechnen. Oder auch hier irgendwelche falschen Wiedergaben. Das heißt, dann rutschen eigentlich CNN TV und MSNBC TV, die rutschen dann auf eine Position hier unten. So, dann hat es ein weiteres Beispiel gegeben. Wir gehen nochmal zu MSNBC TV hier und wir gehen zu diesem OAN. Wir sehen, dass das jetzt hier in der horizontalen auf gleicher Ebene liegt. Aber sie sagt, es ist kein vernünftiger Vergleich. Und warum? Grund ist, dass hier OAN
ist keine zuverlässige Nachrichtenquelle, weil sie verbreiten Verschwörungstheorien und haben Propaganda. Und MSNBC, das haben wir ja gerade gehört, das liegt eben in dieser Position, wie hier oben schon gesagt, weil manchmal die Fakten nicht korrekt wiedergegeben werden oder eben andere Dinge diese Position verursachen. Das heißt, MSNBC TV ist also nicht zu vergleichen mit OAN. Und wir wissen eben einfach immer wieder, wir müssen einfach selber herausfinden, was ist gut und was ist nicht gut. Das heißt, Fazit heißt, bezüglich der Anwendung der Karte gibt es eben Limitierungen. Sie ist nicht hundertprozentig korrekt, aber sie ist eine Hilfe. Dann hat es nochmal zusammengefasst die guten Medienquellen. Und zwar, es gibt ja diese Abos, Washington Post und New York Times. Und es kann jetzt aber nicht jeder ein Abo oder möchte nicht jeder ein Abo haben. Dann hat man auch gute Infoquellen, auch ohne Abo, zum Beispiel ABC oder Fox oder The Guardian. Und wir sehen ja auch, die Positionierung ist überall innerhalb des grünen Rahmens. Dann haben wir unser Media Broadcast noch, das, was wir ja bei uns im Handy immer haben. Auch hier werden dann die Berichte von Washington Post und New York Times gepostet. Es sind gute Quellen, natürlich auch noch andere Sachen, das wissen wir ja alle. So, jetzt hat sie gesagt, also die Prophetie hat ein Vorurteil oder eine Neigung. Zum Beispiel die Aussage, Trump ist Hitler. Das klingt jetzt erstmal sehr emotional, aber es ist prophetisch, faktisch wiedergegeben. Es gibt ein Problem der Emotionen. Wir haben ja alle Emotionen. Und aufgrund unserer Emotionen setzen wir unser Vertrauen in unterschiedliche Medien. Zum Beispiel hat sie jetzt genannt, die Zeit vom Bürgerkrieg. Wenn wir jetzt in die Zeit vor dem Bürgerkrieg gehen, da können wir zum Beispiel mal sehen, wie gut man die Unterscheidung von guten Medienquellen und schlechten Medienquellen machen kann. Also die Nachrichtenagentur der Nordstaaten. Die mache jetzt zum Beispiel eine emotionale Botschaft über die Bosheit der Sklaverei, beziehungsweise geben die Botschaft. Und die Nachrichtenagentur der Südstaaten gibt eine emotionale Botschaft über die Flucht der Sklaven. Dadurch werden die Waisenfamilien geschwächt. Das heißt also, wir haben jetzt hier zwei Medien. Beide sind voreingenommen. Also es gibt zwei emotionale Inhalte. Und schauen wir jetzt beide Informationen gleich an? Nein. Einer vertrauen wir mehr als der anderen. Fazit, wir müssen also auch vorsichtig mit unseren Emotionen sein bezüglich dem, was wir lesen. Ja, dem, was wir lesen. Dann, wir müssen die Vertrauenswürdigkeit der Medien prüfen, Faktencheck. Tess hat jetzt Beispiel genannt, zum Beispiel, wenn die Medien aussagen, russische Truppen zu den russischen Truppen in der Ukraine, dass berichtet wird, dass dies nicht stattfand, dann wurde der Faktencheck nicht bestanden. Oder wenn die Medien zum Thema Trump und zur Pandemie bestimmte Aussagen tätigen, dann wissen wir sowieso gleich, die Vertrauenswürdigkeit lässt sich an der, dann wissen wir sowieso gleich, ob es jetzt stimmt oder nicht, da sind wir ja alle schon mit vertraut. Das heißt also, die Vertrauenswürdigkeit lässt sich anhand der Aussagen dazu einfach prüfen. Wir kennen oft ja schon, was richtig ist, und wenn wir dann sehen, in einer Zeitschrift oder auch in einer Dokumentation oder wo auch immer, oder in einer Informationsquelle, wenn das dann eben nicht auch so ist, dass das dann nicht eine gute Informationsquelle ist. Dann ist wichtig zu wissen, aus welchem Land kommen die Medien. Da ist sie darauf eingegangen, zum Beispiel Sky News Australien, was ja eine australische Nachrichtenquelle ist, beinhaltet rechtsliegende Propaganda. Aber Sky News UK ist vertrauenswürdig. Also liest sie Sky News Australien nicht, aber UK sehr wohl. Dann haben wir auch Yahoo News Australien. Das ist eine Boulevard- oder Klatschzeitung. Aber Yahoo News US sind viel zuverlässiger. Dann hat sie noch TRT World genannt. Da hat sie eine Recherche bezüglich dem Thema Islam gemacht. Und das, was
TRT World dazu geschrieben hat. Das war passend und hat auch zu dem, was sie recherchiert hat, für sie war das gut. Aber die Recherche über diesen Nachrichtensender hat dann ergeben, dass es sich um eine Nachrichtenagentur von Türkisch Radio und TV handelte, rechtsorientiert. Also hat sie die Verwerfung der Informationsquelle vorgenommen. Und so müssen wir es halt auch machen. Wir müssen, wenn wir irgendwo was lesen, müssen wir halt immer prüfen, woher kommt es, was haben sie für Inhalte. Dann hat sie auch gesagt, wir sind nicht nationalistisch, das wissen wir auch. Und deshalb sollten wir dies auch in Bezug auf unsere Nachrichtenquellen nicht sein. Ruhig Nachrichten aus anderen Ländern anschauen, aber wie gesagt, prüfen. Wir müssen die Quellen unserer Nachrichten wissen und kennen. Wir müssen die Nachrichtenquellen anschauen und prüfen und mit anderen Ländern vergleichen und gegenüberstellen. Dann machen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also Benutzung vertrauenswürdiger Nachrichtenorganisationen und Quellen für das eigene Land, Hilfsmittel von Karten. Die Media Beistart oder ich habe es jetzt hier noch mal schnell eingeblendet, unsere deutsche Karte. Die blende ich dann zum Schluss des Vortrags noch mal kurz ein. Dann haben wir die Abos, Washington Post oder New York Times sind gute Quellen. Dann haben wir, falls wir kein Abo haben, können wir ABC News, Fox und The Guardian als gute Quellen nehmen. Und natürlich unser Media Broadcast, das ja speziell für uns erstellt wurde. Und da können wir auch alles, unsere Informationen rausbekommen. Und das schickt sie uns ja auch immer. Dann ist wichtig, die Nachrichtenquellen anzuschauen und zu prüfen, mit anderen Ländern vergleichen und gegenüberstellen. Vorsichtig soll man mit Videoclips sein, die auch in unseren Kreisen geteilt werden. Und vorsichtig sollen wir sein, wenn extreme, emotionale und manipulative Sprache benutzt wird. So, jetzt wechseln wir das Thema. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema von Tesses Vortrag, die Wesensart ändern. Sie ist dann, hat dann das so mit verbunden, also dass das Ziel von Media Broadcast ist, Teilung momentaner aktueller externer Ereignisse von unter uns untereinander und mit diesen Ereignissen Schritt halten. Und das Hauptziel ist, wir müssen unseren Charakter neu formen. Unser Charakter, unser Weltanschauungsbild, unsere Sichtweise wurden in unserem Leben programmiert. Also unser alter Zustand. Die meisten von uns wuchsen in dieser Position der Medieninformation auf. Das würde bedeuten, wenn das also hier unsere Karte wäre, dann würde mir also hier unten, so würden wir eigentlich aufgewachsen sein. Wir haben hier also wenig vertrauenswürdige Fakten und sind rechtsorientiert. Wir sollen aber zu einem neuen Zustand geführt werden, der sich dann hier oben befindet. Wir müssen verändert werden, unser Denken, unser Charakter muss neu geformt werden. Nicht nur die externen Ereignisse verfolgen, das ist nicht ausreichend. So, wir müssen weg von evangelikanischen und nationalistischen Weltanschauungsbildern. Wir müssen weg von Art und Weise, wie die Geschichte manipuliert wird. Und wir müssen weg von der Erniedrigung bestimmter Gruppen. Und wir müssen hin zu einem neuen Weltanschauungsbild. Das heißt also, unsere Sichtweise geschichtlicher Ereignisse kann von dem weißen christlichen Nationalismus, zu dem wir geneigt sind, beeinflusst werden. Aktuelle Ereignisse richtig verstehen und zurückliegende Ereignisse richtig verstehen. Dadurch wird unser Denken erneuert. Also von dem Alten hin zu neuem Denken, zur Veränderung. Jetzt nochmal bezüglich Media Broadcast. Also die geteilten Frontline-Dokumentarhilfe dort sind eine sehr gute Hilfe, um in der Geschichte zurückzugehen. Aber wir haben ja noch viel, viel mehr anderes, was wir dort geteilt kriegen. Aber das wissen wir ja auch alles. Und das können wir uns dann alles anschauen und können es uns verinnerlichen. Was ganz wichtig ist für uns, ist die persönliche Ausbildung jedes Einzelnen durch Eigeninitiative. Also nicht nur anschauen, sondern wirklich auch selber damit weiterzugehen. Unser ganzes Denken muss erneuert werden, das ist ganz wichtig. Die Entwicklung des Geistes bzw. des Charakters muss verändert werden.
Also nicht nur die Form, Thema des A-Pistolen. Es ist wichtig, die richtige Ausbildung bezüglich der betrachteten Geschichten zu haben, damit der Charakter verändert wird und nicht nur allein die äußere Form. Also hier geht es ganz viel um diese Veränderung der äußeren Form und der inneren Form, also äußere Form und Charakter oder ja, und dann eben nicht nur die äußere Form, sondern eben auch die innere Form, damit wir unseren Charakter verändern. Das ist ganz wichtig für uns. So, jetzt hat es ein Problem erwähnt. Es gibt da das Problem, und zwar die Angst des Ersetzens. Die Schwarzen ersetzen die Weißen. Sie haben ja viele Kinder, mehr als die Weißen. Also die Schwarzen können die Weißen ersetzen. Auch die Muslime ersetzen die Weißen. Die haben nämlich auch viele Kinder oder können viele Kinder haben. Und bei den Immigranten ist es genauso. Sogar Wladimir Putin spricht davon, dass die weiße christliche Kultur innerhalb Europas durch die Immigranten zerstört wird. Also diese Angst des Ersetzens, die ist ganz groß. Und jetzt fragt sie also auch oder sagt, woher kommt denn diese Angst des Ersetztwerdens? Es kommt jetzt von dieser weißen Vorherrschaft, White Supremacy, Proud Boys. Diese weiße Vorherrschaft oder diese weiße christliche Vorherrschaft, diese steuert die Emotionen bezüglich der Angst des Untergangs der Weißen. Also diese Angst ist einfach sehr, sehr groß, dass diese Werte und dass die untergehen und dass die Weißen halt ersetzt werden. Jede Nation auf der Welt hat seine Angst des Ersetzens, das sehen wir überall. Jetzt haben wir ein Problem in der Bewegung und dieses Problem ist die Gleichberechtigung. Sie hat jetzt ein Beispiel von Sexismus angegeben. Also vordergründig wird ja die Gleichberechtigung gewährt nach der Form, aber nicht nach dem Geist. Als Beispiel, die Männer haben Angst, dass ihre Positionen von Frauen ersetzt werden. Also die Frau darf Leiter oder die Frau darf auch Lehrer sein, aber bloß den Mann nicht kritisieren und kontrollieren. Das heißt also, wir sehen, dass hier nicht wirklich Gleichberechtigung existiert. Und dann hat sie das Beispiel von Uganda gebracht auch. Da in manchen Orten hat es da in der Bewegung 100 Männer, aber vielleicht nur 4 Frauen. Und die Frauen, die bekommen natürlich nicht die gleiche Beachtung wie die Männer. Das heißt also, auch hier ist von Gleichberechtigung noch keine Sprache. Dann haben wir hier ein Beispiel von einer Schule bezüglich auch Rassismus. Also es ist so, dass immer noch in den Schulen eine Trennung da ist. Es existiert immer noch diese Trennung. Wir haben hauptsächlich weiße Schüler, wir haben hauptsächlich schwarze Schüler. Und wenn man jetzt hergeht und sagt so, es gibt jetzt $50.000 und jetzt wird man das an diese Schule verteilen, dann wäre es auch heute immer noch so, dass man der Weißen, also wo hauptsächlich die Weißen sind, $40.000 gibt und der Schwarzen eben $10.000. Es ist also nicht gleich. Und jetzt geht sie her und sagt, sie wendet jetzt ein Gleichnis an. Und es würde jetzt so aussehen, wenn man jetzt sagt, okay, die Verteilung soll jetzt gleichberechtigt sein, dann würden jetzt die Männer, so hat sie es bezeichnet und gesagt, hergehen und würden der weißen Schule 25.000 geben und der schwarzen 25.000. Und das wäre jetzt die Gleichheit. Aber diese Verteilung, als auch diese Verteilung, basiert auf der Furcht der Ersetzbarkeit. Denn eigentlich müsste die Verteilung so ausschauen. Die schwarze Schule kriegt $40.000 und die weiße $10.000. Und warum? Aufgrund der positiven Diskriminierung, Action bis zur Gleichberechtigung sollte dies geschehen. Die positive Diskriminierung ist die einzige Art und Weise, wie man nach 6000 Jahren Unterdrückung zur Gleichberechtigung kommt. Also Gleichberechtigung sieht so aus, nicht so. Dann Sexismus und Rassismus sind über die ganze Welt verbreitet. Wir haben ja vorher schon gesehen, dass eben die Probleme auch des Ersetztwerdens in der ganzen Welt existieren. Das basiert auch auf der Erziehung.
Und nicht nur die Betrachtung der momentanen Ereignisse ist wichtig, das haben wir vorher auch schon gesagt, sondern jetzt kommt noch dazu, dass wir willig sind, unsere Einflussgebiete auf uns selbst zu erkennen. Warum sind wir so, wie wir sind? Warum handeln wir so, wie wir handeln? Und warum denken wir in dieser oder jener Art? Wenn wir oder andere ein Problem haben, dann müssen wir schauen, wie die Einflüsse oder die Umstände waren bzw. sind, in der die Person sich befand bzw. befindet. So kann erkannt werden, wo oder bei wem der Fehler liegt. Sonst haben wir nur die Form, aber nicht den Geist. Tess hat hier ein Beispiel gebracht. Und zwar, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachgucken. Es war so, ja, es ist so, dass also auch in der Bewegung das Thema aufkommt, die Frauen können oft nicht mit Geld umgehen, sie können nicht einmal ein eigenes Konto eröffnen oder sie können nicht ein eigenes Konto oder mit dem Geld eben da richtig wirtschaften. Und dann sagen Frauen zu anderen Frauen, auch innerhalb der Bewegung, ja, du kannst es ja nicht und so weiter und so fort. Und sie schaue aber nicht, warum denn das so ist. Also sie wahren zwar die Form, weil man müsste es ja eigentlich können, aber sie schaue nicht, warum das so ist. Und wenn man aber, man müsse aber dahinter schauen, warum ist das so? Wie kann das sein? Wie war denn die Erziehung? Wie hat diese Person sich eben entwickelt? Oder was durfte sie nicht? Und es ist einfach diese Wichtigkeit, dass wir auch Empathie entwickeln müssen. Und wir müssen einfach weg von der Form und hin zum Geist. Und wir müssen Empathie entwickeln, genau indem wir zurückgehen und uns in unsere Weltanschauung neu erziehen und unsere alte Weltanschauung ablegen. Und das müssen wir in jeglicher Beziehung machen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen also von unserer Position hier unten in die neue Position überwechseln. Und dazu gehört, sich zu informieren, Schritt zu halten mit den Ereignissen und eben einfach sich selber nachzuforschen über sich selber, in die Vergangenheit, in die Geschichte zu gehen, damit wir uns selber kennenlernen und uns dadurch auch erneuern können. Und jetzt bin ich hier fertig mit dem Vortrag von Tess und möchte einfach noch mal kurz die Karte einblenden von der Vertrauenswürdigkeit der Medien in Deutschland. Und hier sieht man auch ganz wunderbar, hier der Spiegel, den die Elena meistens mit uns teilt. Dann haben wir hier die Zeit, wir haben hier die Frankfurter Allgemeine und die Neue Zürcher Zeitung. Dann haben wir hier unsere ganze ZDF-Dokus, wo wir immer anschauen. ARD liegt auch hier, der Tagesspiegel ist noch hier unten mit drin. Also wir sind ziemlich gut versorgt und ich glaube, wir haben gute Quellen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und die anderen Quellen, die man hier halt als noch so lese, oder ja, die, wo hier unten auch irgendwie eingesiedelt sind, mit denen befassen wir uns nicht. Ja, und jetzt wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Und bedanke Danke mich. Vielmals, Jutta. Ja, und ich bedanke mich für eure Geduld. Und jetzt muss ich hier wieder rausstoppen. Ja, jetzt bin ich wieder da.